Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Herzlich willkommen zur dritten Staffel von Fallout 4. In der dritten Staffel werden wir Folgendes machen. Ich kann den Typen übrigens da hinten nicht angucken, wie er die Tür gegen die Wand läuft. Wir gucken mal in die Richtung. In der dritten Staffel werden wir die Enden von Fallout 4 durchgehen. Für diesen Zweck müssen wir allerdings tatsächlich vom Gameplay her das Überleben ausstellen und auf sehr schwer spielen. Das liegt einfach nur daran, dass wir den Speicherstand natürlich nicht gut genug speichern können. Wir können zwar speichern, aber wir können keinen festen Speicherstand machen, denn alles, was wir haben, tatsächlich ist, ups. Nein, noch nicht. So, wenn wir hier jetzt raufgehen, haben wir den Zero von Ashington Survival Mode. Hier haben wir natürlich einige Spielstände. Allerdings werden die sich höchstwahrscheinlich überschreiben. Nehme ich mal stark an. Oder haben wir hier angefangen? Ich weiß nicht, ob die sich überspeichern werden. Deswegen werden wir auf Nummer sicher gehen und auf sehr schwer spielen. Auf sehr schwer spielen, Dankeschön. Denn somit können wir den Speicherstand auf jeden Fall behalten, den wir jetzt gerade haben, und dann später ins Institut gehen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein paar Folgen keine Probleme. Wenn wir jetzt auf Laden drücken, können wir jederzeit hier laden. So, ich werde jetzt nochmal speichern. Die Frage ist, wird sich das jetzt überspeichern oder wird das nicht? Ich weiß es nicht. Wir speichern erstmal auf einen neuen Speicherstand. So. Jetzt gucken wir nochmal nach. Genau, hier ist das. Und das hier müsste dann erhalten bleiben. Sehr schön. Das heißt, sobald wir dann beim letzten Ende angekommen sind, werden wir das Spiel laden und wir werden den Survival-Mode laden. Das heißt, von nun an müssen wir nicht mehr alles mitschleppen. Wir werden einfach nur das Ende erleben und dann zum nächsten Ende wechseln. Ach cool. Moment. Warte. Wo ist das? Hallo? Okay, Moment, ich muss mal kurz meine Kamera ausmachen. So. Und dann werden wir hier halt laden und das Institut weitermachen. Bis dahin werden wir halt auf schwer spielen. Und wir beginnen mit der Bruderschaft, Freunde. Das hier ist übrigens wahrscheinlich das DLC. So, da informieren die Bruderschaft. Perfekt. Mass Fusion. Da gehen wir jetzt hin und werden erleben, wie das Ende von der Bruderschaft aussieht. Und dafür gehen wir erstmal natürlich zu Mass Fusion. Das Gebäude, wo wir eigentlich immer hin wollten. Und ich sollte auf jeden Fall vielleicht alle anderen Aufträge mal abbrechen. Hm, geht gar nicht. Moment. Oder informiere die Bruderschaft. Ja klar, logisch, wir müssen ja die Bruderschaft informieren. Stimmt. Und dann gehen wir da runter und, oder da hoch zum Zeppelin und holen uns da die Aufgabe. Wir haben ja die Aufgabe noch gar nicht, stimmt ja. Kriegsbeute. Ah, da müssen wir sowieso hin. Okay. Ich verstehe die Problematik. Wir gehen also zur Bruderschaft und werden sie informieren, werden dann dahin gehen und uns dann Keks freuen, dass wir dem Institut voll in den Rücken gefallen sind. Bam! Haben die verdient, die Assis. Haben mich rausgeschmissen. Ich habe zwar den Spielstand geladen, aber egal. So. Wo gehen wir jetzt hin? Da hoch, ne? Hä? Was ist mit meiner Markierung passiert? Kaum zu glauben, dass Dance in Wahrheit ein Sünd war. Verdammter Verräter. Okay. Wir können sie nicht informieren. Wenn du diesen Wirtibird zu Mass Fusion besteigst, bist du für immer ein Feind des Instituts. Ja klar, legen wir los. Roger, Schwertscheide. Wir haben Erlaubnis zum Absetzen. Halt dich lieber fest. Die Landung kann ein wenig ruppig werden. Ich werde mich nie daran gewöhnen, in diesen Dingern zu fliegen. Ich frage mich nur, wie lange es dauert, bis wir das Ende erreicht haben. Ist das jetzt nur eine Mission?
Ist das jetzt ein Missionsstrang? Aus dem Institut verbannt. Kehre zum Institut zurück. Finde ich gut. Gute Lösung. Brennende Deckung. Melde dich bei Desdemona. Gut, wir müssen auf jeden Fall diese Quests machen. Einfach nur um zu erfahren, was da passiert. Verdeckt im Untergrund fehlgeschlagen. Ja gut, ist klar, logisch, ne? Das heißt, womöglich, wenn wir beim Institut sind und beim Institut das Ende anfangen, können wir uns da wahrscheinlich nochmal für die Railroad entscheiden. Das könnte alles ein bisschen kompliziert werden, wenn sich hier die ganzen Quests so verstricken. Aber gut, lassen wir uns erstmal überraschen. Oh, hier sind noch voll viele Gebäude, die ich doch gar nicht kenne. WTF? Wieso ruckelt das so? Achso, wahrscheinlich, weil wir so weit oben sind. Was zum... Schießt mich da etwa jemand ab? Seid ihr des Blödsinns oder was? Wer will hier aufs Maul? Feindliche Ziele auf dem Dach gesichtet. Wo? Bereite Angriff vor. Da Wimme ist nur so vorsichtig. Hä? Lichtet ihre Reihen, bevor ihr uns absetzt. Ach, da oben. Alter, leckt das hier oben. Ich glaube, ich habe die Sicht zu hoch eingestellt. Ja, guck doch sein, wie weit wir gucken können. Ich treffe sie nicht. Wie soll ich die denn treffen? Guckt euch das an. Fliegt doch näher ran. Ich bin blind. Kann ich nicht im Watz-Modus anschalten? Verdammt. Ich treffe die nicht. Bleibt doch wenigstens mal stehen. Ihr habt einen scheiß Wirtibird. Da kann in der Luft stehen bleiben. Wie soll ich denn so jemals etwas treffen? Fuck. Der stirbt doch einfach nicht. Was soll ich machen? Ja. Halleluja. Komm jetzt, die Bengels. Ha! Wir nehmen zu viel Schaden. Ich bringe uns über das Dach, damit wir aussteigen können. Ja, bitte. Ich will mich wehren können. Übrigens, ich habe meine Rüstung vergessen anzuziehen. Ich weiß. Ich habe es gerade herausgefunden. Egal, wir überleben das. Ich überlebe alles. Lass mich aussteigen. Komm. Alter, spring doch runter. Bevor du abkratzt. Wir sind in Position. Los, los. Wir sehen uns auf dem Dach, Paladin. Das Viech lebt ja noch. Victoria. Bin schon hier. Macht euch keine Sorgen. Au. Okay, ich muss mich hier überhaupt noch dran gewöhnen, dieses Spiel überhaupt zu spielen. Okay, ich bin tot. Wie ich da noch mit den Armen wackel. Was ist denn hier los? Okay. Vielleicht hätte ich schnell speichern sollen, ne? Da wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Aber der Zero hat sich natürlich gedacht, nee, die machst du alle richtig kaputt. Ich zieh meine Rüstung an. Wo habe ich meine Rüstung gelassen? Die müsste ja theoretisch... Theoretisch muss die ja hier drüben sein, ne? In Sanctuary. Da können wir auch gleich mal unsere Red heilen. Und uns nochmal ein bisschen was reinpfeifen, damit wir ein bisschen Leben haben. Ich war jetzt komplett unvorbereitet und dachte mir, oh, Alter, ich will das Ende sehen. Und dann bin ich losgezogen. Leider habe ich vergessen, dass ich noch ein bisschen was organisieren muss. Wie zum Beispiel, den unseren Begleiter, ne? Unseren Begleiter. So. Ist sein schlechter Anführer. Strong sein froh, dass er weg. Was ist schon wieder mit meiner Farbe passiert? Ist sie gleich wieder da? Ein kühles Bier wäre mir zwar lieber, aber das tut's auch. Ah, Farbe ist wieder da. Ja, Strong mag das nicht. Strong mag gar nichts. Er ist ein Penner, ist er. Ganz ehrlich. So, Red ist weg. Glaube ich zumindest. Wobei, ich bin in der Rüstung, ganz ehrlich. Meine Radioaktivität jetzt weg. Tatsächlich. Ich habe mich in der Rüstung geduscht. Ja Mensch, wozu zieht er sie denn noch aus, wenn er in der Rüstung auch duschen kann? So, was geht denn hier ab hier? Oh. Tja. Guckt euch das dumme Viech an. Eine legendäre Todeskralle. Surprise, Motherfucker! Jetzt läufst du weg, ne? Ja, da kommt der Kill. Oh Gott. Das ist ein Arm. Ich hab keine AP mehr. Na komm. Gib mir was Gutes. Kampfrüstung.
Reduziert den durch Tiere verursachten Schaden um 15%. Naja. Gibt Besseres. Ich wollte gerade sagen, wieso ist da eine Lücke? Habe ich ja gar nicht. So, dann wollen wir doch mal erstmal zur Festung, ne? Was ist jetzt unsere Quest? Achso. Okay, wo ist unsere Festung, Freunde? Wo ist unsere Festung? Gott, ich bin hier überhaupt gar nicht eingespielt. Hier müsste doch, wie hieß der nochmal? Irgendwas mit D war das, ne? Deacon sein. Ich hoffe, der müsste da sein. Ich habe ihn da einfach nur stehen lassen, glaube ich, ne? Also selbst wenn ich ihn jetzt nicht finde, ist mir das ehrlich gesagt Wumpe. Deacon! Du machst deinen Job, ich meinen. Moment! Ich erinnere mich, ich habe ihn nach Sanctuary Hills geschickt, glaube ich. General. Zuerst haben wir ihn hier arbeiten geschickt. Übrigens, unsere neue Bar. Ihr könnt natürlich die Wiederholung ab heute auf meinem Zweitkanal sehen, wie wir die Bar gebaut haben. Ganz vergessen zu sagen. Deacon. Ich glaube, ich habe ihn in Sanctuary Hills gelassen. Ah, ist doch schön, mal nicht irgendwie an Hunger zu leiden oder an Durst oder an Müdigkeit. Wir sind einfach gesund und munter. Ich hoffe, ich werde mich nicht zu sehr daran gewöhnen. Oh, Deacon. Deacon. Ja. Ich meine dich nicht. Heißt du Deacon oder was? Wo ist der Kollege? Ah, das ist wahrscheinlich unten bei den anderen, ne? Die machen da unten ja immer so eine Hauptversammlung gegen mich. Das ist strong. Ach, wo sind denn alle hin? Ah, okay. Mal sehen, welche Art von Rüstung du hast. Wieso hast du eine... Warum hast du eine Power-Rüstung an? Du tust mir irgendwie ein bisschen leid. Hä? Du bist nicht Deacon. Wo hast du die Rüstung her? Die klauen Rüstung. Habe ich die Mauer nicht zu Ende gezogen? Fuck, ich weiß nicht, wo Deacon ist. Ich muss mir den Livestream nochmal angucken. Die einzige Möglichkeit, die ich noch sehe, ist, dass ich ihn hierhin geschickt habe. Weil da ist ja eine Person. Aber ich glaube, unser Hundi ist da. Und ich muss den niesen. Ja, dann gehen wir ohne Deacon. Scheiß auf Deacon, den werden wir schon wieder finden. Jo. Okay. Das ist wohl ein Geschenk. Ich dachte, hier ist nur eine Person. Hier sind sie alle. Aber nee, wo ist Deacon? Ja, weißt du was, Deacon? Du kannst mich echt mal. Ich mag dich sowieso nicht, Deacon. Hörst du? Ich mag dich nicht. Ich werde eine Mod installieren, womit ich die ganzen Kollegen wiederfinde. Eigentlich wollte ich das schon getan haben. Aber ich habe realisiert, dass ich es anscheinend nicht getan habe. Na gut. Dann machen wir es ohne ihn. Jetzt sind da plötzlich null. War die Todeskralle vielleicht ein Bewohner? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Gut. Scheiß auf Deacon. Wozu will ich Deacon überhaupt mitnehmen? Jetzt mal im Ernst. Ah, bin ich dämlich. Er hat doch überhaupt keinen Grund dazu, den Deppen mitzunehmen. Naja. Fakt ist, wir machen hier eine Quest, die wir sowieso, ja, laden werden. Das heißt, wir werden den Speicherstand sowieso verlieren. Wozu sollte ich ihn da mitnehmen? Bis ich bei meinem Institut bin, der bei der Quest, dann haben wir Deacon gefunden. Halt dich lieber fest. Die Landung kann ein wenig ruppig werden. Ich werde mich nie daran gewöhnen, in diesen Dingern zu fliegen. So. Jetzt kriegen ein paar Leute aufs Maul. Jetzt geht's aber richtig los. Es wird gleich wahrscheinlich wieder tierisch lecken. Weil, ach nee. Wir haben Sturm. Ich kann kaum was sehen. Perfekt.
da oben waren sie drauf. Ne, ich schieße einfach schon mal drauf, vielleicht treffe ich irgendwas. Natürlich irgendwie schneller fliegen. Das wäre echt knorke. Und wir können tatsächlich eigentlich unsere Fusionskerne mitnehmen, ne? Oh, was leuchtet denn da? Guckt euch an. Irgendwas leuchtet. Ich weiß, leuchtende Dinge ziehen mich einfach an. Das ist echt interessant, oder ist das... Ist das Diamond City? Kann das sein, dass das Diamond City ist? Hä? Feindliche Ziele auf dem Dach gesichtet. Bereite Angriff vor. Ich bin verbuggt. Ich kann nichts tun. Okay. Was zum Teufel ist da gerade passiert? Ich weiß es nicht. Das ist ja wieder Mars Fusion. Hä? War das nicht ein anderes Gebäude, wo wir hin wollten? War das nicht irgendwie so ein Reaktor? Ja gut, leider konnten wir die Kollegen jetzt auch nicht informieren. Die Quest ist wahrscheinlich jetzt fehlgeschlagen. Setz mich bitte ab, die sind doch alle tot. Oder auch nicht. Ja, okay, ich gebe zu, ich sehe sie einfach nur nicht. Na, wenigstens machen sie sich aufmerksam. Ich kann euch raten, diese Quest nicht im Dunkeln zu machen. Ich sehe nämlich die... Ja, und noch ein legendärer, die Gegner nicht. Wir nehmen zu viel Schaden. Ich bringe uns über das Dach, damit ihr aussteigen könnt. Ja, bitte. Tu es doch einfach. Ich will wieder normale FPS haben. Das ist ja grausam. Jetzt steig aus, Ero. Komm. Ja, lass dich noch töten. Los, los. Ja, ich versuch's doch. Wir sehen uns auf dem Dach, Paladin. Alter, was ist denn hier kaputt? Keine Gnade. So. Ihr könnt mir nichts in meiner Power-Rüstung. Hey. Exekutiert. Ich bin das Opfer von Gewalt. Du bist wirklich ein Opfer, aber nicht von Gewalt. So. Bewertung. Sie müssen sterben. Ich gebe immer so schlaue Kommentare von sich, ne? Aber zeigen tun sie sich nicht. Jawo! Hallo? Also was, ich drücke hier einfach auf den Knopf, ist mir scheißegal. Tschüss, ihr Schweine. Hey. Wobei, da war ein legendärer, ne? Stelle das Feuer ein. Scheiße, der Legendäre muss irgendwo gestorben sein durch sie. Dreck. Werden wir doch nie wiederfinden. Ja gut, das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Aha! Metallrüstung. Wirft 10% des Nahkampfschadens zurück auf den Angreifer. Hm, nett, nett, nett. Na gut, gehen wir mal rein, Troller. Gehen wir mal rein. Ich muss die Karte finden. Runter. Für den Aufzug braucht man offenbar eine Schlüsselkarte. Ja, danke für diese Information, aber wo finde ich sie? Hier? Schlüsselkarte. Ja, ich sehe hier Munition, das ist nett. Aber keine Schlüsselkarte. Wir gehen mal nach oben. Wenn es einen Weg gibt, dann ist es immer der nach oben. Tja, Passwort fürs Hauptlabor von Mass Fusion. Boom. Und Mass Fusion Haupt-ID. Eine Schlüsselkarte, was? Die können wir sicher noch gebrauchen. Nö, nö, ich werf sie jetzt weg. Brauchen wir bestimmt nicht. Du hörst dich. Was haben wir noch hier? Ein Reaktor? Ich sehe den Beschleuniger nirgendwo. Sie müssen ihn verlegt haben. Schauen wir mal in dem Terminal da drüben nach. Aslos Büroaufnahme. Beruhige dich, Noel. Du wusstest doch, dass das kommt. Keine Ahnung, warum du dich so aufführst.
Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll, Karl. Als ich den Beryllium-Beschleuniger entwickelte, hast du gesagt, dass das zum Wohl der Menschheit ist. Stattdessen finde ich heraus, dass du die ganze Zeit über vorhattest, ihn dem Militär zu übergeben. Du hast mich angelogen. Komm du mal runter von deinem hohen Ross. Hast du in letzter Zeit mal die Zeitung gelesen? Da draußen herrscht Krieg, Doktor. Und wenn unsere Seite gewinnen soll, braucht sie jede Hilfe, die sie kriegen kann. Ich traue meinen Ohren nicht. Seit wann ergreift die Wissenschaft denn bitte Partei? Was haben sie dir versprochen, Karl? Geld? Politische Gefälligkeiten? Einen verdammten Orden? Das reicht jetzt. Tja. Ob es dir gefällt oder nicht, sobald der Testzyklus abgeschlossen ist, packe ich den Beschleuniger ein und schicke ihn nach Washington. Du hast jetzt die Wahl. Entweder gehst du zurück an die Arbeit, oder du verschwindest verdammt nochmal aus meinem Gebäude. Nach Washington DC? Müssen wir etwa Fallout 3 spielen? Nach unten. Hä? Warum starrst du mich so an, ey? Wie wär's mit Blinzeln? Oh, danke. Ich dachte schon, du bist tot. Habe ich den gerade mit hochgezogen oder ist er einfach nur so langsam? Ah, es geht ja nicht rein. Oh, die FPS. Ja. Dankeschön. Holy shit. Da oben war das richtig anstrengend. Mass Fusion. Sensor meldet feindliche Präsenz. Sentinel, Feuer frei. Oh Gott. Tut mir leid, ich habe meinen Kern fallen lassen. Bist du tot? Nein, du bist nicht tot. Okay, ich habe vergessen, wie man Waffen wechselt. Passiert manchmal, passiert manchmal. Ich dich auch. Wo bist du? Da. Doch nicht zwischen die Beine, Mann. Ziel entdeckt. Und Ziel tot, würde ich sagen. Alter, wie hoch ist denn das Gebäude? Nice. Nice, nice, nice. Ich könnte schwören, Ziel erneut erfasst. Wie er es einfach überlebt hat? Kann ich hier einfach runterspringen? Lasse Sprengladung detonieren. Welche Sprengladung? Verdammt! Wir haben den Strom der Aufzüge gekappt. Ich habe eine feindliche Lebensform. Hier drüben! Feind an. Okay. Wir müssen einfach nur den Strom wiederherstellen. Das ist easy. Das kriegen wir hin. Erstmal töten wir die Bengals hier, ne? Komm, verzieh dich. Bedrohung ausgeschaltet. Easy. Was? Von wegen Bedrohung ausgeschaltet. Lügst mich doch hier an. Reich gesichert. Okay, diese Person werden wir auf jeden Fall nicht heiraten. Sie lügt. Produktentwicklungsterminal. Mhm. Intramail der Forschungsabteilung 20.06.77 an K. Hathaway, Materialabteilung von N. Chandridge, Forschungsleiter. Katie, oder Kathy. Kathy heißt sie, ne? Wir sagen einfach Katie. Wir dürfen das. Katie, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Ihre Arbeit am Beschleuniger von unschätzbaren Wert ist. Die Abschirmung hatte bislang immer Probleme bereitet, aber die Verwendung von Graphen in der Legierung war ein Geniestreich. Ich habe sie für eine Beförderung noch in diesem Jahr empfohlen. Gute Arbeit. Zwei Tage später. Dasselbe an Katie und von Shady. Katie, wäre es möglich, innerhalb der nächsten Woche eine ganze Platte ihrer Kompositlegierung zu erhalten? Karl macht mir Druck. Wenn der Beryllium-Beschleuniger nicht bis Ende des Monats in Betrieb geht, werden Köpfe rollen, falls Probleme auftreten sollten, sagten sie mir. Und 7 Tage später. Nee, gar nicht. Das waren 2 Tage und 1 Monat. Jetzt 7 Tage später. Wieder an Katie von Shandy.
Sie wirken Wunder, Katie. Die Graphen-Kompositabschirmung war die letzte Komponente, die uns für die Inbetriebnahme des Beschleunigers noch gefehlt hatte. Und sie konnten alles in weniger als einer Woche erledigen. Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte. Wieder einmal großartige Arbeit. Wenn sie so weitermachen, sind sie eben nur Entwicklungsleiterin. Okay, Katie. Wir werden höchstwahrscheinlich deine Leiche hier finden. Getötet vom eigentlichen Entwicklungsleiter, würde ich mal glatt schätzen. So. Nein. Ich nehme jetzt kein Glas mit. Wir dürfen hier frei mitnehmen. Wir dürfen jetzt frei mitnehmen, was wir wollen. Ohne irgendwie Müll mitzunehmen. Wobei das eigentlich frei in freien Stücken alles mitnehmen ist. Aber egal. Geschafft. Ihr wisst, was ich meine. So. Wir könnten uns auch hier hinunterfallen lassen. Vielleicht nicht so bequem wie ein Aufzug, aber immerhin die richtige Richtung. Nein, ich mache das schon ordentlich. Wer weiß, was wir hier sonst noch finden. Alle möglichen Informationen könnten hier liegen. Oder vielleicht eine Wackelpuppe, die wir später mitnehmen. Weil ich denke mal, dass wir des Öfteren hier landen werden. In dieser Staffel. Großartig. Wieso knacke ich den Scheiß überhaupt? Wir interessieren uns nur um die Story. Ganz ehrlich. Wir müssen sowieso nur die Story erleben. Und vielleicht die ganzen Audiologs und so, aber... Ansonsten, na cool. Also. Ja, ich widerspreche mir immer wieder selber, ich weiß. Ich bin sehr froh, dass wir ein Jetpack haben. Wie hätten wir sonst hier überall hochkommen sollen? Hä? Na, die Tür ist dann noch zu, ne? Komm, gehen wir erstmal zur geschlossenen Tür. Ja, cool, hat sich ja voll gelohnt, Digga. Das gibt's doch gar nicht, Digga. Was soll das, Digga? Hä? Oh. Okay, hat sich gelohnt. So, das knacken wir selbstverständlich für weitere Informationen der Story. Da war was, da ist was, da ist noch was. Perfekt, also wir haben wieder einen Lauf. Ich habe nicht gedacht, so nach 2 Wochen Spielen bin ich komplett draußen. Aber wie ihr seht, ein Zero, er ist immer gut drauf und kann alles knacken, was kommt. Bam, Alter. Und bam. Und da ist auch noch einer. Bam. Ha. So, Computer haben wir schon mal abgezogen und haben es gelöst. Intramail der Forschungsabteilung 23.07. Das ist ein Tag nach dem 22. und 6 Tage vor dem 29. Also genau dazwischen. An W. Goldberg, Leiter der Produktionsentwicklung von Chandry. Alles ist an Ort und Stelle und wir sind fast bereit, den Beryllium-Beschleuniger in Betrieb zu nehmen. Ich habe Katie Hathaway auf die Graphenabschirmung angesetzt und das Reaktorteam arbeitet an den Energieberechnungen, wo ich sie gerade erwähne. Mrs. Hathaways Beitrag zu diesem Projekt ist von unschätzbarem Wert. Ich würde sie gerne für eine Beförderung empfehlen. Leiten Sie es in die Wege. Persönliche Intramail. 2 Tage später. 2 Tage vor dem 29., bevor alles losging. An Goldberg von Danvers. Teilchentheorie. Was für ein Mist will Shandridge mit seiner Empfehlung für Hathaway da abziehen? Seit 3 Jahren bin ich der Sklave dieses Kerls und dann spaziert dieses Miststück hier rein und klaut mir alles? Ich sage Ihnen mal eins, wenn Sie nichts dagegen unternehmen, bin ich weg. Goldberg. Energieverwaltung. Bestätigen. Das sollte funktionieren. Da. Schon erledigt. Der Strom läuft wieder. Aber dennoch möchte ich hier mich ein bisschen umsehen. Weil umsonst kann man hier doch nicht hoch mit dem Jetpack. Du musst doch Gründe haben. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Schlüssel erforderlich? Wollt ihr mich verarschen? Okay.
Ich bin dämlich. Ich bin dämlich. Ich bin dämlich. Okay. Na gut, gehen wir da hoch. Scheiße, ich fass es nicht. Ich dreh hier gleich durch, ey. Oh Gott, ich hab's geschafft. Bitte Gott, lass mich da hoch. Ach Mann. Ja, gib mir den Scheiß. Bitte nicht nochmal runterfallen. Ich will nur wissen, was hier ist. Ach so, eine verschlossene Tür. Danke für nichts, Spiel. Doch, eine verschlossene Tür. Ich hab den Schlüssel nicht. Okay, ich hab verstanden. Ihr seid alle scheiße. Bringt es was, noch höher zu klettern? Nee, höher kommen wir gar nicht. Oh, kommen wir doch. Aber nicht mit diesem bisschen AP, was wir haben. Es muss doch einen Grund geben, dass wir hier hochklettern können. Haben wir irgendwas für eine AP-Beschleunigung? Meine Fresse. Hilfsmittel. Ah, Max AP. Wieso nicht? Jetboost, ja komm. Ziehen wir uns, wir ziehen uns hier alles rein, den ganzen geilen Shit. Max AP, boom. Okay, kann man nur einmal. Okay. AP, boom. Oh, AP, Nuka Cola Quantum. Achso, das lädt nur mein AP auf. Oh. Ich dachte, das erhöht unser AP. Okay. Scheiß drauf. Zum. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Da brauche ich den Schlüssel. Ich glaube, die anderen Türen sind alle so verschlossen. Wir werden noch eine Tür testen und wenn diese verschlossen ist, dann ist meine Theorie auf jeden Fall wahr, ja. Das heißt, hier oben dürfte eigentlich nichts Spannendes mehr sein. Oh, hier ist eine Tür. Das ist aber spannend. Ja, coole Nummer, ey. Coole Nummer, Spiel. Achso, okay, gut. Ja, coole Nummer, Spiel, ey. 19 Kronkorken. Ganz ehrlich. So viel war meine Nuka-Cola Quantum wert, glaube ich. Ja, höher geht's nicht mehr. Es sei denn, ich schaff's dann wieder hoch. Was ich zu bezweifeln mag. Naja, schade. Eigentlich müsste das Glas kaputt gehen und wir wären durch. Naja. Ups, ich glaube, ich habe sie getötet. Der Sprung war ein bisschen zu heftig. War das nicht hier, wo wir die Wackelpuppe gefunden haben? Auf dem Kopf der Figur? Sensor meldet feindliche Präsenz. Hau ab! Ich mag dich nicht. Jetzt stimmt doch. Okay. Wie wär's, wenn wir mit dem Krüppeltyp loslegen? Okay, der hält echt viel aus. Okay, und was ist, wenn wir mit dem hier losziehen? Ich muss mich daran erinnern, dass ich nichts aufheben brauche. Kontakt festgestellt, möglicherweise. Hä? Okay. Es bringt so gut wie gar nichts, wenn ich nicht einen kritischen mache. Ich muss definitiv einen kritischen machen. Okay. So, Freunde, ich würde sagen, nachdem ich die erste Folge so richtig cool verkackt habe, sehen wir uns morgen dann in der zweiten Folge der dritten Staffel und mal gucken, was wir dann erleben werden. Haut rein, euer Zero. Tschüss. So.